Rückblende. Lange Zeit fährt die Chemnitzer Straßenbahn auf schmaler Spur. Zuletzt auf der Linie 3 zwischen Rottluff und Zentrumsring. Die damals eingesetzten Triebwagen stammen von den Waggonfabriken Busch und Bautzen, allesamt aus den 20er Jahren. Seit 1988 nutzt die Chemnitzer Straßenbahn nur noch die Normalspur. Im Straßenbahnmuseum wird an die alte Zeit erinnert. Die Museumschefin Claudia Großkopp fährt heute selbst. Die neuen Bahnen sind technisch unglaublich weit fortgeschritten und das ist mit Sicherheit auch ein Vergnügen und auch für den Fahrer eine Leichtigkeit. Aber Schmalspurfahren ist schon noch die große alte Schule. Hier stehen sie nun, die Veteranen vergangener Tage. In verschiedenen Epochen sind die Fahrzeuge ausgestellt. Waren halt ursprünglich 915 mm, drei englische Fuß. Und man hat relativ schnell gemerkt, dass das sehr schwer ist, für diese außergewöhnliche Spurbreite Straßenbahn zu beschaffen, weil die natürlich sehr schmal gebaut waren. Und der Motor, es waren halt immer Sonderanfertigungen. Hat dann gesagt, okay, wir spuren langsam um, wollte immer so in 10er Schritten umspuren, ist deshalb auf 925 schon gekommen und dann kam halt Weltwirtschaftskrise, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und somit war das einfach kein Thema mehr. Holzklasse aus den 20er Jahren, dazu der sozialistische Charme in den 70er Jahren. Am Roten Turm gibt es noch viel Brachfläche. Ab den 80er Jahren dann sind umgespurte Gotha-Beiwagen gekuppelt. Hier an der Zentralhaltestelle. Viele der ehemaligen Schmalspurstrecken sind nicht umgespurt worden. Den Betrieb haben Busse übernommen. '88 ist die letzte Schmalspur gefahren, aber dann war ja schon absehbar, das geht zu Ende. Und man hat dann wirklich versucht, bestimmte Wagen zu retten. Da gab es verschiedene Leute, die sich auf verschiedene Wagen gestürzt haben und hat dann ganz langsam versucht, einen historischen Fuhrpark zurückzustellen. Und dieser gipfelte dann eigentlich hier in diesem Museum. Dieser Wagen zeigt den Zustand in den 30er Jahren. Hier musste der Fahrer noch stehen. Dieser hier ist jetzt modernisiert. Das heißt, der Fahrer hat jetzt schon ein Schaltrad bekommen, hat einen sehr effektiven Scheibenwischer manuell zu betreiben für beide Seiten, hat einen Fahrersitz, hat einen Vorhang bekommen, hat Handbremse, Sandhebel, also eigentlich die Luxusvariante dann schon im Vergleich zu drüben, wo er stehen musste die ganze Zeit. Die Fahrt kostete damals 20 Pfennig, das heißt, man hat hier seine 20 Pfennig eingeschmissen. Es war ein Sichtfenster, hat einmal gehebelt, hier kam der Fahrschein raus und der nachfolgende Fahrgast konnte im Prinzip kontrollieren, hat der vor mir seine 20 Pfennig eingeschmissen. Jetzt waren die Leute natürlich nicht dumm, die haben halt 1, 2, 3, 4 Fahrscheine gezogen und damit war das für den Nachfolgenden nicht ersichtlich. Zum Klirren hat man gerne Unterlegscheiben oder Knöpfe verwendet, weil es musste ja auch ein Fallgeräusch erzeugt werden. Auch die damalige Werbung ist noch vorhanden. Weil Werbung muss nicht schreien und blinken, sondern die ist auch sehr simpel und einfach aussagekräftig und hat trotzdem ihren Sinn erfüllt. Also Fahrstrom liegt an, Hauptschalter ein.